Liebling, wann müssen wir bei Löhmeyers zum Essen sein? Um 8. Oh, wenn wir nicht setzen wollen, müssen wir jetzt das Haus verlassen. Ich bin fertig. Also gehen wir? Ja, aber bitte versprich mir, dass du heute Abend nicht wieder über Politik redest. Ich? Über Politik? Versprich es mir. Liebling, du weißt doch, dass ich jede politische Richtung respektiere. Und wenn Dr. Blömeyer wieder damit anfängt, dass er da... Von dieser CDU-Schlampe lasse ich mir nichts sagen. Unterhalte dich doch lieber mit dem netten Fräulein Zapf. Nett? Das ist eine knallrote SPD-Schnepfe. Mit Basisarbeit und so. Die legt sich doch immer an mit diesen Pfeifen von der FDP und den Grünen und dem anderen Gemüse. Liebling, eben weil du keine politische Meinung hast, behalte sie doch bitte lieber für dich. Ich habe keine politische Meinung. Liebes Kind, ich bin Gott sei Dank kein Politiker. Ich leite eine Waschmittel-Generalvertretung. Aber ich habe saubere, klar umrissene politische Vorstellungen. Ja, mein Schatz. Ich mache dieses Affentheater einfach nicht mehr mit. Ja, mein Schatz. Und das stecke ich heute Abend der sauberen Gesellschaft. Ja, mein Schatz. Also gehen wir? Warum kommst du nicht? Weil du da noch liest. Ich lese hier nur, solange du da noch deine Fingernägel lackierst. Solange du dann noch liest, kann ich doch wohl meine Fingernägel lackieren. Solange du da deine Fingernägel lackierst, kann ich ja wohl noch lesen. Wie spät ist es denn? 7:30. In einer halben Stunde müssen wir beim Essen sein. Ja. Ich möchte eben nicht eher noch lesen. Aber du willst doch immer da noch lesen. Nein, ich möchte nicht immer hier noch lesen. Du weißt ja auch nicht, was du willst. Karl-Heinz! Ja? Ich wollte nur sagen, an mir liegt es nicht. Ja, also dann gehen wir. Und zwar sofort. Möchtest du, dass deine Frau heute Abend einigermaßen hübsch aussieht? Ja. Moment! Moment! Ich habe gesagt, dass wir jetzt das Haus verlassen müssen, wenn wir nicht hetzen wollen. Und da hast du gesagt, dass du fertig wirst. Und da habe ich gefragt, warum wir nicht gehen. Und da hast du gesagt, dass du wartest, bis ich aufstehe. Und da habe ich gesagt, dass ich so lange hier sitzen bleibe, bis du aufstehst. Ich hetze dich also eben nicht. Warum bist du denn so gereizt? Ach, gereizt. Ich bin gar nicht gereizt. Aha. Ich wundere mich nur immer wieder über die Tatsache, dass Frauen den Sinn für einfache, klare Zusammenhänge offensichtlich verloren haben. Aha. Sie wissen nämlich nie, worum es geht. Im Moment geht es darum, dass wir in einer halben Stunde zum Essen müssen. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass Frauen am Kern einer Sache grundsätzlich vorbeidiskutieren. Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Thank you.